Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft. Und wir sitzen hier auch gemeinsam im LKW, im Euro Truck Simulator, auf dem Weg durch Europa. Wir haben immer noch keine Kohle für einen eigenen LKW. Haben in der letzten Folge eine Ladung nach Burg auf Fehmarn gebracht. Da sind wir jetzt. Suchen uns mal eine Ladung raus, die von hier aus dann weitergeht. Mal gucken, was es für ein LKW wird. Mal gucken, was es für eine Ladung wird. Mal gucken, wo es hingeht. Wir wissen es nicht. Lassen wir uns überraschen. Ja. Auch hier, ich spiele immer noch mit dem alten Lenkrad. Es ist immer noch hakelig in der Lenkung. Wie gesagt, wird in Zukunft besser. Das neue Lenkrad funktioniert wunderbar. Da kann man auch Rennspiele mitspielen, was mit dem hier gar nicht mehr ging. Da bist du nur aus den Kurven geflogen. Und ja, wie gesagt, es wird besser. Es wird immer besser. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Video und dann auf nach Fehmarn. So, mal gucken, wo wir jetzt noch so. Machen wir noch einen, so einen Auftrag, ich würde sagen. Ne? Machen wir noch einen schnellen, einen schönen langen, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind in Puttgarden, ne, in Burg auf Fehmarn sind wir, ne? Wo ist denn Burg auf Fehmarn? Warte mal, da ist Getzer. Puttgarden, da Burg auf Fehmarn, nach Holstebro. In Dänemark. Windkraftwerksturm. Klingt interessant, oder? Ich würde sagen, wir fahren mal einen Windkraftwerksturm nach Holstebro. Das können wir wohl mal machen. So, nebenbei. Ja, das machen wir. Mal gucken. So. Okay, alles klar. Auf geht's. Und nach dem Auftrag haben wir dann wahrscheinlich hoffentlich genug Cash zusammen, dass wir. Achso, Tracker Aim anmachen. So. Dann haben wir hoffentlich genug Cash zusammen, dass wir den dann. Das ist aber auch eine etwas suboptimale Ladeweise da. Naja, jedenfalls nach dem Auftrag haben wir dann hoffentlich genug Cash zusammen, dass wir mit dem ganzen Kram nach. Dass wir uns einen eigenen LKW kaufen können. Let's do this. Let's do this. Falscher Schalter. Den brauchen wir. A2. Licht an. Ja, schön. Achso, ich habe den Retarder angeschaltet. Ja, ich wollte den Retarder auch eigentlich anschalten. Ich habe den Retarder, aber ich habe Autoretarder drin, weil ich, wie gesagt, nicht genug Knöpfe auf dem Lenkrad habe. So. Was ist denn das für ein doofer LKW? Der hat ja nicht mal ein Radio. Oder eine Anzeige dafür, oder ist die da in der Mitte? Nö. Okay. Da müssen wir mal mit dem fahren. Schade. Tempomat. Get ready to turn right. Okay, get ready to turn right, my friend. Aber ich will noch irgendwas gucken. Kurz, einmal kurz. So, ja, das funktioniert alles gut. Oder? Das passt. Jawohl. Weiter geht die Fahrt. Turn right. Ich frage mich allerdings, warum wir den Windkraftwerksturm von der Baustelle wegfahren, aber ich mache nur das, was mir gesagt wird. Wahrscheinlich ist der kaputt oder so. Aber ich vermute mal, dass man den eher direkt vor Ort zerkloppen würde. Die Rotorblätter werden auch, wenn sie defekt sind, sofort geschrottet. Ah, alles Windräder mit grünen Füßen, dann sind die von Get ready to einer turn left. Firma aus Ostfriesland hergestellt. Die grünen Füße hat nur die Turn Firma aus left. Ostfriesland. Landkirchen, Kreis Fehmarn. Go straight. Go straight. I always go straight, my friend. So. 54 innerorts, was ist da für eine schicke Brücke? Naja. Ah, sehen wir gleich. Ist da vorne ein IK? Das ist eine schwedische Firma. Hat eine schwedische Firma Get einen ready Supermarkt to in turn Deutschland? left. Die erste? Die erste, ne? Turn left. Licht an? Ja, habe ich. Gut.
geht's runter. So, kurz was nachgucken. Das könnte gehen. Ja, das geht. Das geht wunderbar. Hervorragend. Und Rot ist ja auch nicht so schick, ne? Der wird ganz schön schnell. Bundesstraße 207. Ist das der Nord-Ostsee-Kanal? Oder ist das schon die Grenze nach Dänemark? Das könnte auch der Nord-Ostsee-Kanal. Leider stehen hier, fehlen hier so ein bisschen die Schilder. Was das jetzt ist. Nee, das ist nicht der Nord-Ostsee-Kanal. Dann ist das wahrscheinlich die Ostsee schon. Oder ein Stück von der Ostsee. Brücke irgendwo auf der Insel rüber. Ich kenne mich da nicht aus in der Gegend. Kann ich also nichts zu sagen. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Stand der Wind nicht da hinten noch ganz anders? Na, egal. Ah, doch, hier, da liegen Schienen noch links. Dann ist das hier diese eine Brücke da. Ich weiß zwar nicht, wie sie heißt, aber das kenne ich irgendwo her. Bin ich zwar noch nie gewesen, soweit ich weiß, aber das kommt mir bekannt vor. Von Bildern. Autobahn, da können wir ein bisschen Gas geben. So. Ist das eigentlich ein Actros Classic? Ich glaube ja, ne? So, nach der Mission nehmen wir da mal einen Kredit auf und dann muss ich mal gucken, welchen LKW wir kaufen müssen. Damit wir uns das dann leisten können. Hui. Und dann haben wir unseren ersten eigenen LKW dann gleich. Trailer müssen wir nochmal gucken, aber ich glaube, Trailer werde ich mal noch nicht kaufen. Fahren wir erstmal nur Zugmaschine. Wobei das natürlich cool ist mit dem Trailer, aber habe ich eigentlich Radarleuchten auf dem Ding drauf? Ne. Ach, das ist noch ein klassischer Actros, einer von den ersten. Von den ersten nicht, aber keiner von den neuen. Das ist noch kein New Actros, deswegen hat er wahrscheinlich auch kein Tüdei hier, wie heißt das, kein Navi integriert. Boah, das Lenkrad geht mir so langsam ein bisschen auf die Nerven. Ich kaufe einfach mal ein neues. Oder ich guck mal, ob es eins für einen vernünftigen Preis gibt. Was hochwertig ist. Kein Seitec. Seitec ist nicht mehr hochwertig. Machen die überhaupt noch Lenkräder? Ah, die gehören mittlerweile zur Logitech, ne? Logitech macht eigentlich vernünftige Sachen. Naja. So. Rüber nach rechts. Keep right. Ach, guck mal, war gar nicht so doof. Ja, I keep right. I exit right. Yes, sir. He's my friend. Mr. Keep right. I exit right. Yes. Ich mag den Typ. Ich finde den Typ voll geil. I turn right. Yes, sir. Richtung Bad Segeberg. Einmal zu den Kamai-Festspielen. Schnack schnell, wa? Wobei, 84, zack. So. Zack. Kommt da was? Nö. Mit Schwung auf der Bahn. Kiel 67 Kilometer. Ja. So. Hui. Nicht aus der Spur fliegen, bitte, danke. Es wird einspurig, okay. Bleibt's Autobahn? Auch nicht, wa?
Da müssen wir mal runter auf 68, was das Spiel hier irgendwie doch simuliert, das. So 68, 66. Wir fahren natürlich etwas drüber. Wie ein böser Verbrecher. Oh, eine Ampel. Go straight. Oh, hallo Polizei. Geht weiter. Ich glaube, ich beschleunige schneller als er. Gut, so ein Bagger ist wahrscheinlich ein bisschen schwerer als eine Windmühle, wobei Windmühlen auch schwer sind. Ah, da bleiben wir mal hinter. Schon wieder ein Deutz-Fahr. Es gibt in dieser Welt nur Deutz-Fahr und Amazone. Was anderes habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Tankstellen? Nee, nee, nee. Get ready to turn left. Aral. Ui. Ach so. Wir haben auf dieser Tour noch gar keine SK getroffen. Turn left. Kommt bestimmt gleich noch. Keep left. And then turn left. Left, okay. Turn left. Ein bisschen untermotorisiert, der Junge, wa? Okay, den jetzt noch zu überholen hat nicht unbedingt Sinn gemacht, weil ich gleich eh ab muss, aber. Passt das? Müsste passen, ne? Keep ja, right and then exit right. War jetzt nicht ganz so die feine englische Art, aber. Exit macht right. Auch nicht. I exit to the right. War's doch schon wieder mit Autobahn? Ne, hier fängt eine neue an, oder? Ich glaube ja. A210, okay. Keep right. And then keep right. Right. Ich soll hier wieder exiten. Ja, ich exitete. Exit right. Achso, bleibt noch nichts anderes. Right. Die Straße endet hier. Ich könnte geradeaus Richtung Hamburg. Gar nicht egal. Flensburg 60. Habe ich nicht mein Tempomat auf 86 stehen? Ah, der kann den Kickdown-Effekt nicht. Flensburg-Harresle. Das müsste der Nordostseekanal sein. Deswegen geht die Brücke auch so weit hoch. Könnte ich mir so vermuten. Kabelstapler sind genauso gut gesichert, die da gerade von vorne kamen, wie die wie vorhin oder in der letzten die Minibagger. In der letzten oder vorletzten Mission? Ich weiß es gar nicht mehr. Eins von beiden. Otti Park. Okay.
Auf zum Otti-Park? Ne, wir fahren dran vorbei. Der Otti-Park war, glaube ich, rechts, ne? Flensburg, Leck. 267 Kilometer. Warum werden wir mal langsamer? Ach, weil mein Tempomat aus ist. Kickdown. Yep, zieh mit 40 in meine Spur. Das ist eine hervorragende Idee. Du kommst am besten noch weiter rüber. Ah, da ist er. Ne, ist er doch nicht. Ich wollte gerade sagen, da ist die SK, aber es ist keine SK. Mein Schreibtischbrett einrasten, sonst rollt es immer weg. So, da vorne ist Dänemark. Waren wir hier schon mal? Ne, hier waren wir noch nicht, ne? Ne. Das Pedal. Ups. Ich wollte eigentlich bloß meine Kamera zurücksetzen. Zack. Keep left. Okay, anscheinend ist mein Kamera zurücksetzt-Taste gleichzeitig die Neutralschaltung fürs Lenkrad. Oh ja, Steuerung. Was ist das denn? Okay. Das muss ich gleich löschen. Was soll denn der Quatsch? Jedes Mal, wenn ich irgendwas mit Steuerung... Deswegen ist vorhin auch der Autopilot ausgegangen, der Tempomat ausgegangen. Jedes Mal, wenn ich irgendwas mit Steuerung drücke, schaltet das Getriebe in Leerlauf. Das ist ja blöd. Ich habe halt zum Reset für meinen Trecker, habe ich halt Steuerung F12. Kilometer. Ja. Ah, ich bin aus Versehen mit dem Fuß auf das Bremspedal gekommen, deswegen geht der Tempomat ständig aus. Okay. Muss man ja nur wissen, ne? Schon da? Christiansfeld. Die Dänen auch so schöne braune Schilder? Okay. Wo dann darauf hingewiesen wird, was es wo in der Gegend gerade zu sehen gibt. Okay. Was soll das denn? Achso, dänischer Kurier, wa? Das heißt bestimmt Kurier, dieses Kurier. Kolding West, 1 Kilometer. Ja, bringen wir unsere Windmühle da mal hin. Wobei, nee, nach Kolding soll die gar nicht. Wo soll ich denn noch hin? Hui, ein bisschen müde bin ich. Naja. Hubschrauber. Müsste der nicht lange noch mal abfahren da? Tut er auch. 86 km/h. Ich bin ein bisschen zu schnell, aber ich mach das einfach mal. Ich bin ein Verbrecher. So. Bodensee, Friederikia oder Aarhus? Keep left. Aarhus, 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 Aarhus. Aarhus. E45. Wir bleiben auf der E45. Das heißt, wäre noch cooler, wenn er noch die Straßennummer mit vorsagen würde. Aber so finde ich das auch schon ganz cool.
so. Ich soll. Bleibt die Spur hier? Oh, ja. Ja. So. Keep right. Ja, war denn nur? Upsi. Gesperrt. Finding new route. Cool. Das ist neu. Das kannte ich so noch nicht. Dass dann die Straße gesperrt ist und ich woanders langfahren muss. Das ist ja cool. Und dass ich gerade so komisch gezappelt habe, lag daran, dass mein Tracker Air gerade der Strom ausgegangen ist. Ich musste mal eben das Ladekabel anschließen. Er hat leider keine Anzeige. Da ist man dann immer drauf angewiesen, dass er... So, mal auf die Karte gucken, wo wir jetzt langfahren. Nachdem die direkte Strecke ja gesperrt ist. Wir haben fast 1% der Karte erkundet. Ah, okay, fahren wir hier eine Umleitung und dann hier über... Nein. Nein. Weg. Reset. Da lang und liefern das dann in Holstebro ab. Alles klar. Ja, hier war jetzt gerade gesperrt, die 18. Müssen wir oben lang fahren. Ja. Ja, das kriegen wir wohl hin, ne? Ja. Let's go. Transport und Spedition. Keep left. Keep left, yes. Aarhus Nordwest. '88 wollte ich eigentlich, '86 reichen. Keep right and then exit right. Hier runter? Okay. Exit right. Achso, exit right, dann geradeaus und dann den zweiten. Go straight. Ausfahrt. Yep. Keep right. Yep. Und dann hier da runter und dann. Ja. Keep left. So, wieder hoch auf 86 km/h, würde ich sagen. Darf man denn außerorts in Dänemark? 70. Okay, dann fahren wir 74. Jetzt müssen wir halt über die Landstraße, weil eigentlich wollten wir Autobahn fahren, aber die Autobahn war ja gesperrt. Ja, dann haben wir die Landstraße schon mal erkundet. Die Autobahn nehmen wir sicherlich nochmal mit. Irgendwann mal. Schönes kleines Städtchen hier. Jetzt gar nicht drauf geachtet, wie es hieß. Wilkeborg oder sowas. Ich weiß nicht, richtig. Go straight. Go straight. Ich möchte aber lieber dem schönen Volvo hinterherfahren. Naja. Oil.
Silkeborg hieß die Stadt oder das Dörfchen. Steht aus 3 Häusern und einer Tankstelle. Steht da hinten drauf. Kann ich hier erkennen. Aber den Spiegel nachzuurteilen, würde ich sagen, da ist unsere SK. Ja, da ist sie. War ja nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn finden. Den überholen wir gleich mal eben. Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn mir keine SK über den Weg gelaufen wäre. Das ist ein bisschen viel. Ganz schön Bums auf dem Kessel hier mit seiner. Das ist die Vergangenheit, ich bin die Zukunft. Nein, ich bin hier auch schon nicht mehr die Zukunft. Aber der Trailer passt dazu. Das Ding sieht authentisch aus mit diesem riesigen Trailer da dran. Das sieht cool aus. Vorhin der Mega-Trailer, das sah nicht aus. Das wirkte unrealistisch. Keep right. And then turn yes, right. Sir. I keep right and then I turn right. Komplett rechts raus, turn komplett right. Rechts raus, wa? Ja, genau. Einmal hier und dann Holstebro wollen wir hin. Keep right and then I keep right. Right. Yep, yep. Mal hier durch das Geschlängel durch. Steht da was? Nee, das sieht nur so aus. Und dann mit. Keep left. Gefühlt 100 km/h auf die Autobahn drauf. Nein, da kommt nichts. km/h, eine Stunde, also 5 Minuten, glaube ich, ne? Ich denke mal, dass hier gleich nur noch 70 ist. Oh, ein. Die haben das komplette Fahrzeugport oder teilweise die ganzen Modelle sind alles irgendwie Landwirtschaftssimulator-Mods, glaube ich. Die ganzen Trecker, die hier rumstehen. Das war gerade so ein Bührer. Der ist aus dem LS. Ich weiß auch nicht, ob die standardmäßig auch schon drin war. Oder ob die reingemoddet sind. Das ist so lange her, dass ich das Spiel mal ohne Mods gespielt habe. Wobei der da hinten, das Modell ist original aus dem ETS. Das gibt's im konnte man glaube ich gar nicht sehen jetzt. Und den Deutz Farm Mähdrescher, den gibt's im Standardspiel. Den gibt's im Landwirtschaftssimulator nicht. Zumindest nicht im standardmäßigen. Oh, wir hängen aber sehr tief da die Äste. Keep right and then turn right. Keep right and then turn right. Yes sir. Echt so rote Schilder in Dänemark? Lange nicht in Dänemark gewesen. Einfach weil ich es kann. So. Erster Aufenthalt in Holstebro. Okay. Ja, wenn die das sagen, kann ich hier 70 fahren, wa? Weil mir das etwas schnell vorkommt mit 70, aber gut. Viborg. Go straight. Yep, we go straight, my friend. Bleibt er da stehen? Ah, so ist brav. Nicht, dass er mir in den Trailer reinknallt, das wäre ein bisschen ärgerlich. Go straight. Da wäre ein DAF-Händler. Das war ein Fiesta, glaube ich, ne? So. Ich
finde, dass in diesem Spiel übermäßig benutzt wird, sind diese Silos da hinten, diese Getreidesilos. Die stehen gefühlt überall. Aber die sind irgendwie in allen Spielen, werden die zu viel benutzt. Ach, da muss ich auch noch hin? Ne, ich muss das ganz klar muss ich hin. Huch! Get ready to turn left. EWR. Eine Class 66. Turn left. Oh, hier muss ich rein. Ach, hier, Baustelle, alles klar. Ja, macht Sinn, ne? Ach, guck mal, die haben sogar darauf geguckt, dass in Dänemark die Dinger nicht unbedingt grüne Füße haben. So, wo you muss have ich denn at your destination. Your ja. Route guidance is now finished. Wo muss ich hier parken? Da unten, da. Okay, kann ich da? Könnte ich theoretisch runter? Ich würde sagen, wir fahren hier links und schieben den dann lang zurück. Anders geht's nicht. Also das ist wahrscheinlich am einfachsten so. Ist das gefahren? Ach nee, außer sind die Bremse angetippt. So. Gucken, dass mir der Trailer da hinten nicht runterrutscht. So, dann drücken wir den da eben vor. Was war das jetzt noch? T? Nein, wollte ich doch gar nicht. Shit. Come on, there's a job to do. Ich wollte eigentlich. Muss ich mal nachgucken, welche Tasten das sind. Ich wollte die Lenkachsen heben. Nicht die Lenkachsen, die Liftachsen heben. Plus und U, alles klar. Dings habe ich keine. Habe ich am Trailer eine? Habe ich nicht. Ich habe keine Liftachsen. Okay, alles klar. Haben die jetzt einfach den Parkplatz umgesetzt? Ne, der ist noch da. Gut. Siehst du wohl, das war die Windmühle nach Holstebro. Hervorragend. Ohne Schäden? Ohne Schäden. Sehr schön. Sehr gut. Fortfahren. Schon wieder neue Fähigkeiten. Ich würde sagen, hochwertige Fracht nehmen wir mal. Sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Was haben wir hier noch für eine E-Mail gekriegt? Wir haben ihre Kreditlinie auf 500.000 erhöht. Da könnte man jetzt tatsächlich als nächstes mal einen LKW kaufen. Das wäre jetzt mal eine Maßnahme. So, das könnte man dann mal machen. Aber das machen wir, glaube ich, beim nächsten Mal. Ja, ich würde sagen, das war unsere erste, naja, Schwerlast kannst du es nicht nennen, aber das war unser erstes größeres Anlagenteil. Da werden noch viele, viele, viel größere Ladungen kommen. Da bin ich mir sehr sicher. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Lasst doch gerne einen Daumen da. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Schaut mir auch gerne auf Twitch zu. Ich streame ja auch viele, viele, viele andere Dinge, die hier nicht auftauchen. Ist unten verlinkt. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal in Dänemark.